So, liebe Medienvertreter, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz. Ich begrüße oben die beiden Trainer, Stefan Krämer von KFC Übelingen und Wirtschaftstrainer Michael Forzig. Das erste Wort gebührt noch heute den Gästen aus Übelingen, den Krämer, der Fazit zum Spiel. Ja, danke schön. Schönen guten Tag alle zusammen. Ich habe ganz viel Glück zu verdienen. Sie geben uns. Die ersten 25 Minuten war eigentlich ein offenes Spiel ohne große Höhepunkte, zumindest vor den Toren, intensiv. Klar, ab der 25. haben wir leider zu viele relativ leichte Ballverluste im Zentrum gehabt, sodass wir durch ein Übergangsspiel nicht gut waren, nicht präsent waren, der aggressiven Verteidigung da zu wenig entgegengesetzt hatten und da viele Bälle zu leicht hergegeben haben, die uns richtige Probleme gemacht haben. Und deswegen gehen wir auch nicht unverdient mit 0-1 in die Halbzeit. Ob der Elfmeter jetzt einer ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, gar nicht so ein großer Kontakt da war. Aber wenn du natürlich mit beiden Innenverteidigern so da reinfliegst, dann musst du fast damit rechnen, dass der Schiedsrichter pfeift. Also denke ich, dass es auch keine Fehlentscheidung war. Und auch die Phase nach der Halbzeit waren wir nicht so wirklich auf dem Platz. Das war keine gute Leistung von uns. Die einzige Phase, in der das Spiel hätte kippen können, war so die Phase zwischen der 70. und 76., wo wir 2-3 Chancen hatten. Wenn da der Anschluss fällt, kann noch mal ein bisschen Dynamik in das Spiel reinkommen. So war es eine verdiente Niederlage mit eigentlich einer enttäuschenden Leistung von uns, die überwiegend auf meine Kappe geht, weil ich meine Aufstellung im Nachhinein, glaube ich, ein bisschen daneben gelegen habe und auch die beiden ersten Auswechslungen bzw. Einwechslungen waren nicht die richtigen. So dass es weniger ein Weg der Mannschaft ist, sondern eher eins von mir heute. Und das ärgert mich natürlich extrem. Aber nichtsdestotrotz, gut, jetzt fahren wir 5 Stunden nach Hause, gefühlt 10 nach Niederlage. Müssen uns 2-mal schütteln und dann geht's nächste Woche weiter. Vielen Dank. Michael, dein Fazit zum Spiel? Ja, ich kann mich kurz fassen. Ich denke, dass ich wenig zu bemängeln habe heute mit dem Spiel. Ich denke, dass wir über 90 Minuten wirklich ein sehr, sehr stabiles Spiel gemacht haben, viele Torchancen ausgespielt haben. Stefan hat das richtig analysiert. Hat man aus den engen Räumen heraus haben wir direkt in die Tiefe gespielt. Hat ein paar gute Möglichkeiten und gehen dann einzeln in Führung, machen das 2-0 hinten raus. Und ich freue mich sehr für die Mannschaft, für den Kader, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir wirklich in den letzten Wochen oftmals hier saß und du musstest Glückwünsche oder durftest Glückwünsche annehmen, allerdings nur für ein gutes Spiel und nicht für 3 Punkte. Das war zu selten für die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Von daher habe ich mich ungemein gefreut, dass wir das von A bis C durchgezogen haben. Ja, und Stefan, deine Selbstkritik in allen Ehren. Aber es ist natürlich so, dass der KFC Übelingen, dass da wirklich gute Arbeit gemacht wird. Da wird viel über Geld geschrieben, aber das ist ein komplizierter Vorgang dort. Und ich finde, dass wenn du aus der Regionalliga einsteigst und so viele etablierte Spieler einbaust, dann machst du insgesamt einen sehr, sehr guten Job. Seid noch 5 Punkte weg. Ich hoffe, dass das bis zum Rückspiel, dass wir da sind. Aber das wird auch für uns ein langer Weg. Ich bin wirklich mit dem, was ich heute gesehen habe, was ich auch in den letzten beiden Wochen an Trainingsleistung gesehen habe, sind wir auf dem richtigen Weg. Aber wir müssen auf der Hut sein, egal gegen wen wir spielen. Und das fängt am Mittwoch im Pirmasens an. Danke. Dankeschön. Jetzt ist Zeit für Fragen. Bitte um ein kurzes Handzeichen und reichen wir gerne ein Mikrofon. Den Anfang macht Horst Konstock von der Rheinpfalz. Wie wichtig für den Erfolg war die Hereinnahme von Julius Viada in dem Angriff? Ja, auch so als mache ich ungern Einzelspieler rausheben. Ich denke, dass Jule, wie wir alle anderen, wirklich heute sehr aktiv auf dem Platz waren. Auch gegen den Ball hat Timothy und Jule da vorne unglaubliche Wege geleistet. Wir haben leider nicht mehr die Laufdaten, aber wir waren schon gut unterwegs heute. Da kann ich aus der Mannschaftsleistung fast keinen rausnehmen. Also das war wirklich von allen sehr, sehr gut. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall.
Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen allen vor allem mit gestern natürlich einen guten Nachhauseweg und einen schönen Wochenende. Dankeschön.